Freitag, noch wenige Tage bis zum nächsten Mittwoch um 12.30 Uhr zur offiziellen Übergabe an die Öffentlichkeit. Die Arbeiten laufen in vollen Touren. Ich habe hier Folgendes zu berichten. Die Bänke sind alle komplett fertig. An der Buhlbahn die drei Bänke, die langen Bänke mit den Holzauflagen, die drei kleinen Kuben. Dort am Eingangsbereich sind auch die Bänke fertig, die drei. Momentan wird dort hinten gepflastert, und zwar der Bereich, der dann vor dem Catering-Container steht. Die weitere Pflasterung ist auch erfolgt. Feinarbeiten wie Haken anpassen und so weiter werden jetzt noch erledigt in den nächsten Tagen, also wohl Montag und Dienstag dann noch. Und wir wollen dann hier mal schauen. Auch zu berichten ist, dass sowohl an der Straße vom Eingang der Maschinenhalle von Schacht 6 dort mit Vehemenz, mit Motorsägen und mit weiterem Gerät, da wohl die Brombeeren weggeschnitten sind, oben auf der Fläche, wenn man vorne reinkommt an der Emil-Weid-Straße, dieser besprühten Fläche hinter der Rundmauer. Dort auch, hat aber alles keinen Zweck. Ich war gestern selber im Garten und habe vier Brombeeren gerodet. Die Wurzeln sind das allergrößte Übel und die sind tief in der Erde. Und somit können wir eigentlich warten, bis das alles wieder zugewuchert ist. Das geht ziemlich schnell bei dem wechselhaften Wetter mit Regenfällen und hohen Temperaturen. Da muss was passieren. Auch hier links, der ganze Bereich an der Grenze zum Parkplatz der Druckerei, da muss auch noch was passieren. Und ich denke mal, dass das so nicht bleiben kann dort. Des Weiteren sind dort hinten noch an den Einstellbuchsen ist noch ein Gulli angelegt worden für die Entwässerung des Catering-Bereichs. Hier vorne an der Bühne seht ihr das Graue. Das ist dieser Peiner mit den ganzen Stromanschlüssen, die benötigt werden, wenn hier Events auf der kleinen Bühne stattfinden. Auch da werden wir in Gespräche treten und bereits am nächsten Mittwoch die Gelegenheit nutzen, entsprechende Leute anzusprechen. Des Weiteren gibt es hier eigentlich momentan nichts zu berichten. Und daher verbleibe ich mit einem kräftigen Glück auf vom Hans-Köster-Schacht der Zeche Holland in Wattenscheid. Ich zoome hier noch einmal rauf, um das Ganze zu sehen. Heute ist das Wetter relativ angenehm, kommt mir irgendwie auch frühlingshaft vor. Ach so, ein Nachsatz, alle Bäume hier mit Anwachsgarantie sind auch dementsprechend angewachsen und werden weiterhin mit Wasser versorgt. Die Böschung hier mit dem Gründünger ist auch schön angelegt. Unten, das kann ich jetzt nicht mehr im Bild zeigen, sind wunderschöne kleine rote Rosen in diesem spitz zulaufenden Dreieck, das oben vom Fahrradständer, hinter denen eine Gabionenwand angepasst ist, die mit Stein gefüllt wurde, dann im Endeffekt hier einen schönen Abschluss geben wird. So dass wir also von hier oben dann die Bühne beobachten können. Wir können die Bühne von der Treppe beobachten, vor der Bühne. Das ist hier eine sehr schöne Fläche für Veranstaltungen. Und da muss sich was regen, da muss Öffentlichkeit hergestellt werden. Also nochmal, ich kriege hier kein Ende, bin begeistert. Ein kräftiges Glück auf hier aus Wattenscheid.